Innsmouth. Innsmouth? Nicht weit weg von Arkham, direkt neben Bruce Waynes Haus. Also bis jetzt haben wir noch nicht viel gespielt, aber das ändert sich gleich. Februar 1922, Nacht. Ich habe einen neuen Klienten, Mr. Arthur Anderson, der Regionalleiter der First National Lebensmittelkette. Der First National Lebensmittelladen in Innsmouth wurde anscheinend kürzlich ausgeplündert und sein Leiter, ein Brian Burnham, ist verschwunden. Soweit ich es mitbekommen habe, ist Burnham ein junger Spitzbube. Mr. Anderson gab ihm den Posten, weil er ein Freund der Familie ist und ihm Buttsex gab. Ende. So. Ein Besuch der alten Stadt. Silent Hill 4 ist deswegen so scheiße, weil es eigentlich gar kein Silent Hill sein sollte. Das ist jetzt ziemlich komisch, finde ich. Er fragt da solche unnötigen Fragen, aber anstatt mal zu fragen, hast du deine scheiß Zunge verschluckt, hast du eine Wespe reingestochen, warum redest du so, als ob du keine Zunge im Mund hättest oder entweder auf 20.000 Quadratkilometer angeschwollen wäre? Und warum sieht dein Gesicht aus wie das von einem verdammten scheiß Fisch? Ziemlich geiler Bus übrigens. Okay. Halt die Fresse, du sollst mal vielleicht deine Zunge aus dem Hals fischen oder die irgendwie mal reparieren lassen. Ist ja gruselig, Alter. Und da ist das Hotel, wo wir wohnen werden. Und dann wieder doch nicht. Alter, übelstes Herb-Derb Face to the Max. Okay, und hiermit endet, ich weiß gar nicht, ob es nur als ein Part ist, jedenfalls beende ich das heute erstmal. Ich weiß nicht, naja, oder? Also ich habe Bock auf das Spiel, ich weiß aber nicht, ob ich das gleich noch weiterspielen muss, weil ich noch einiges machen muss für die Schule und so. Und ja, deswegen werden wir einfach mal hier speichern. Ja, wir sehen uns dann wieder zu Part 2, entweder zu Part 2 oder zu Part 3. Also, haut rein. Ich danke eher Part 2. Part 6 are really derp derp. Ja, da sind wir wieder mit Session 2 und Part 2, aber die letzten beiden Videos, die Fraps aufgenommen hat, sind jetzt noch in dem Part drin. Warum erzähle ich das einfach? Das wird man ja eh sehen. Also es ist Part 2, wie ich am Ende des anderen Videos gesagt habe. Hello, Mr. Fishman. Man sieht doch schon, dass mit dem irgendwas nicht stimmen kann. Schon wieder guckt er in so einen fetter Sack und der so, das ist ja ein übelster Fisch, Alter. Und die Stimme? Okay, wissen Sie jetzt, ob seine scheiß Wespenschwarm in seine scheiß Zunge gestochen hätte? Und nachts gehe ich und schwimme mit meinen Fischfreunden. Nein. Hobbit! I'm taking the Hobbits to Isengard. Horrid man. We killed him. Oh, sing! 1-0 für den Fischtypen. Okay, oben kommen wir nicht hin, hier kommen wir auch nicht hin, also gehen wir einfach mal raus und dann machen wir einfach mal eine Runde ein auf Psychedelic Snake machen. Und auf den würde ich gerne machen. Auf Solid Snake, actually. Und zwar, oh, Face Zoom. Zurück Zoom. Hier ist auch wirklich keine Tür auf. Der Typ sieht noch relativ normal aus. Das ist Johnson. Johnson, warte. Ja, ich bin. Okay, er pisst dahin, das will ich gar nicht sehen. Hey, yo! Excuse me, Constable. Jack Walters. Das sieht ein bisschen verrückt aus. Alien Robes. What you want? Could you help out a stranger? The butt sex. Are you being funny? Ja, ist total hässlich hier. Not at all. I'm after directions to the
First National. I hear they have a store in town. Inzma, don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Das ist es, ist, wenn man wirklich jemanden anspricht und die dann so richtig gruselig hinter einen herkommt. Aha. Good evening. Das ist so gruselig, das ist so gruselig. Ich gehe ja schon. Ey, yo. Sie sind ja beschäftigt, er muss seine Zunge aus dem Hals fischen. Was ist er für Probleme? Alter, halt die Fresse. Okay, der verpisst sich hier und dem müssen wir hinterherlaufen, beziehungsweise, ja, schon, aber wir müssen natürlich uns vor dem verstecken, so Solid Snake Style, mit einer Box über dem Kopf. Und wenn er sieht, dann kommt ein Ausrufezeichen und macht Ring. Okay, ich laufe einfach mal hinter dem her, weil hier kann ich mich verstecken, das ist dann aber... Hier ist es einfach, dann geht's schneller. Ja. Und hier ist auch gleich wieder ein Speicherpunkt. Ich werde einfach mal speichern. Ja, und ich habe nachgeguckt, dass mein Mikrofon nimmt jetzt auch auf. Also werde ich jetzt einfach mal überschreiben. Okay, das war eigentlich keine gute Idee, glaube ich. Ich hätte auch einfach neu machen können. Hier kommen wir gleich noch hin. Das hier ist abgeschossen. Okay, die nicht, aber die. Hier, warum liegt hier nicht was Nützliches drin? Ne? Das ist unnötig. Und das Geile ist, wir stehen jetzt da und warten so um die 20, 30 Minuten, damit der Spasti wieder vorbeikommt. Und ich weiß nämlich gerade nicht, in welche Richtung er gelaufen ist. Und ich will natürlich auch nicht in den Gang laufen, so höp, höp, dann steht er einfach mal vor mir und erschrecke ich mich zu Tode. Oh, ich höre. Das ist mein Schritt. Ja, das ist so scheiße einfach nur. Ja. Natürlich könnte ich jetzt das Video abbrechen und dann wieder aufnehmen, wenn er hier vorbeiläuft. Das wäre irgendwie zu einfach. Ich glaube, er sieht mich auch nicht, wenn ich hier so direkt im Gang stehen würde und er dann vorbeilaufen würde, weil es ein bisschen behindert ist, die AI hier. Oder die KI, wie auch immer man es nennen will. Also hier ist er nicht. Das ist wirklich eine verdammte Scheiße. Aber ich glaube, der kommt von da gleich. Also von da nach da. Oh, nee, doch nicht. Oh, scheiße. Ich warte jetzt einfach nochmal, bis der wieder weg ist. So, I'm going to make orgasmic noises. Ach, so geil. Erleuchte mich. Also wirklich, so ein Scheißteil hatte Daniel mal gebraucht, wenn, als er bei Amnesia einmal gefangen war. So ein fetten, ist eigentlich schon fast ein Flutlichtstrahler, wie das Teil aussieht. Hier könnte ich mich verstecken, es war unnötig. Aber es ist wieder ein bisschen so more. Es ist more, sag ich jetzt schon. Das ist spannender. Es ist so, wirklich so. Man spürt den Adrenalinschub, wenn einer vorbeiläuft und man sich hinter den Fässern versteckt. Da schieben wir es davor. Das ist einfach nur, dass man Lautsprecher mich gekrämpft hätte. Okay. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix und. Hier ist, ich habe am Anfang gedacht, das hier ist nicht der First National Dingen. Ich habe am Anfang gedacht, aber ist es nicht. Medikits. Natürlich kann ich hier nicht drüber springen, das wäre zu einfach. Ich habe schon geguckt, letztes Mal, Geld, nein, kann man nicht mitnehmen, ist nichts drin. It won't budge. Vielleicht können sich dann noch irgendwie eine Schönheitsoperation leisten, dass ihr Gesicht weniger fischig aussieht. Looks like the door was forced open and there's scratches. No shit, Sherlock. Kratzer und die halbe Tür ist eingetreten oder ist verschwunden einfach. Nee, ist normal. Da bin ich am Anfang oft gestorben, als ich das erste Mal gespielt habe, weil ich nicht wusste, wie das geht. Man macht das so. Dann nimmt man das. Und macht das da rein. Ich wollte mich am Anfang verstecken. Und er weiß komischerweise genau, das ist so scheiße. Man muss da runterklettern und mancher schafft er das einfach nicht. So wie jetzt zum Beispiel. Das ist gewollt. Und ich habe mich einfach versteckt und er rennt einfach genau dahin, wo ich gerade bin. Als ob der irgendwelche komischen Fischfähigkeiten hätte. Die haben verraten, wo ich bin.
und du kannst Fisch. Noch ein Medipack. Das wird hinterher sehr hilfreich, das kann man mal glauben. Ja, mein Tagebuch. Und hier kackt das Spiel gleich ab, wenn man in diesen Raum geht. Zum Glück ist der nicht nötig. Ich kann ihn einfach einmal zeigen, damit man sieht, was da ist, auch wenn es unnötig ist. Eigentlich ist er nur eine Frau, die sie erhängt hat und ein bisschen komisch im Gesicht aussieht, aber sonst auch nichts. Ja, hier ist man in diesem Darkroom. Hier ist auch nichts drin. Und ich glaube, ich komme gleich wieder da, wo die Tür verschlossen war, die ich nicht aufmachen wollte. Oder beziehungsweise nicht versucht habe, weil ich wusste, dass es verschlossen ist. Munition, wir kriegen aber erst viel später in dem Scheißspiel eine Knarre. Knarre, das ist unprofessionell, eine Pistole. Hier, da hängt eine und wenn wir da reingehen, guckt er dich an und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Man kann zwar noch das hier machen, aber sich bewegen ist, nee, das geht einfach nicht mehr. Deswegen will ich einfach weitergehen. Das wird hinter so krass einfach nur werden, wenn man, da werde ich wahrscheinlich auch mehrere Versuche für brauchen, das sage ich jetzt schon. Wenn man in diesem Hotel ist, oh scheiße, hab ich gespoilert, ach, immer ein Witz sehen. Hallo, Jack. Good evening, Anonymous. I'm wearing a monocle right now with my dick out. Sorry to startle. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New names. Ach, wirklich? Habe ich jetzt nie erwartet. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. Oh, really, son? What about you, Mac? Sie sehen nicht so fischig im Gesicht aus und können noch mal reden und sind auch nicht so fett. Und so ein bisschen so ein Herb-Derb-Face wie ich. Vielleicht sind wir verwandt, weiß ich nicht. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay, maybe I'll catch you later. See you, bro. Ja, okay. Das, ja, also freundlich schon. Aber sein Gesicht jetzt nicht unbedingt. Aber im Vergleich wirklich. Im Vergleich zu den Fischmenschen ist sein Gesicht schon sehr hübsch. Ein bisschen herb-derpig, aber naja. Und der Typ rennt hier immer noch rum, ob man es glaubt oder nicht. Aber ich werde jetzt einfach das und das und das machen. So. Auch wenn er mich jetzt erwischt. Ist egal, weil ich werde dann nur rausgeworfen. Ist ja nicht, als ob er mir einen scheiß Kehle aufschlitzen würde oder so. Da ist übrigens, Johnson! Johnson, was haben sie dir angetan? Sogar, der sagt jetzt nichts, dann rennt man sofort hin und, kennst du? Alter, guck mal, das ist so gruselig, man rennt, Alter. Ach ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss jetzt einfach hier durch die komischen Gassen laufen und dann gucke ich so eine Tussi, mit der er gerne vögeln würde und dann sehe ich diesen komischen getrunkenen Typen. Die Cutscene, die geht bestimmt mehrere Minuten. Also ich würde sagen, die geht so bestimmt um, also das ist keine Cutscene, das ist einfach nur ein Dialog, aber die geht bestimmt so um die 10 Minuten, da habe ich echt null Bock drauf. Da kann man sich auch einfach das Buch anhören, das ist ein bisschen ausführlicher noch, Buch anhören, Buch lesen. Oder das Buch anhören geht auch, Hörbuch. Das ist jetzt noch ausführlicher erklärt als da, aber das ist nervig. Aber ich weiß nicht, ob ich es lassen soll. But sex or really derp derp da. Er da. Oder ich spiele einfach so lange Persona, kann ich auch machen. Hells yeah. Jetzt hat die Hose nicht aufgemacht, aber piss einfach meine Hose. Was der für einen komischen Strahl da hat, ey, was ist mit seiner Eichel da los? Die Spalten oder was? Ich mach diese Striche, wenn eine Cutscene ist. Das erinnert mich irgendwie so an so alte Filme, so 30er Jahre mäßig. Was geht? Hast du mal eine Mark? A blowjob. Do you know a Brian Burnham?
Just the young'un. We're door to the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Taking business from the Order of Dagon. They not accept that. What else can you tell me about this port? You just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your head. Und rate mal, was wir gefunden haben. Eine Flasche voller Pisse hier. Reißt uns das so ganz gierig aus der Hand, kleiner Huren.